Alles Ausflüchte, mein Lieber. Ausgerechnet euch, ausländische Sympathisanten, macht man für die allgemeine Misere verantwortlich und beschuldigt euch der Spionage und Konspiration. Es ekelt mich, was dieses Volk, das ich über alle Maßen geliebt habe, imstande ist zu tun. Typisch deutsch. Ihr wollt die Revolution, aber nicht diese. Ihr wollt die Freiheit, aber nicht diese. Ihr wollt immer alles anders. Es ist ja auch alles anders gekommen, als wir wollten. Ja, aus fanatischen Befürwortern werden fanatische Gegner. Ich bin nicht fanatisch. Doch, du bist fanatisch. Gut, ich bin fanatisch. Wie ist das eigentlich? Schneidet man den Verurteilten vor der Hinrichtung das Haar? Ich hörte, den Frauen rasiert man die Köpfe kahl. Hast du überhaupt noch Freunde in Paris? Ich bin immer noch mit der Revolution zufrieden, ob sie gleich etwas ganz anderes ist, als die meisten Menschen denken. Wie geht's deinem Bruder? Karl wird sich alles aufklären. Soll das heißen, er ist auch verhaftet? Das bedeutet noch gar nichts. Wenn es zum Prozess kommt, wird sich der Irrtum rausstellen. Dein Optimismus grenzt an Blindheit. In jedem anderen, ruhigeren Moment würde man sagen, die Republik ist um der Menschen willen da, nicht umgekehrt. Allein in der Krise, in der Gärung kommt es, dass man über der festen Gründung der Republik alle individuellen Rücksichten verbannen muss. Die augenblickliche Situation ist so, dass ein hartes Durchgreifen nötig ist. Man kann jetzt nicht auf die Guillotine verzichten. Es ist ja auch die konsequenteste Methode, Andersdenkende mundtot zu machen, indem man ihnen den Kopf abschlägt. Wie machen Sie es? So? Halten Sie ihn danach so? Mir weh. Es ist barbarisch, einen Menschen, der nach eigenen Einsichten denken und urteilen will, des Verrats zu beschuldigen. Es geht nicht um Andersdenkende, sondern um Feinde der Republik. Es geht um die Neuordnung einer Gesellschaft. Und diese Ordnung würde ich den Kopf kosten. Man redet darüber, dass auch dein Name auf der Liste steht. Dann habt ihr wenigstens Ruhe vor mir. Hör mit diesen falschen Tönen auf, das hasse ich an dir. Ich meine es ehrlich. Ich bitte dich, hör auf! Gib doch zu, auch du bist entsetzt, was unseren Ideen entsprungen ist. Was meintest du vorhin mit Klärchen? Was? Was meintest du vorhin mit Klärchen? Was denn? Du hast gesagt, ich bin nicht der Vater. Das habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, bist du sicher? Ach, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Entschuldige bitte, es tut mir leid. Es wäre ja möglich. Was? Dass ich nicht der Vater bin. Nein, das ist nicht möglich. Du bist der Vater. Kinder sind... Georg.